Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. Wir haben uns wieder eine Gästin eingeladen, die mit uns einen Blick auf den Verlauf sozusagen der LehrerInnenbildung werfen wird aus der ganz eigenen Perspektive und die Frage danach sozusagen, wie gestaltet sich das Studium und dann der Wechsel ins Referendariat und dann der neuerliche Wechsel ins Lehrerinnen-Dasein. Wir freuen uns, dass heute Marlin Gabatsch bei uns ist und Steve, du wirst sie gleich vorstellen. Kurz nochmal zu unserem Podcast. Wir wollen darauf schauen, welche Freiräume gibt es in Bildung, in Schule, in außerschulischer Bildung, in diesem ganzen breiten Feld der LehrerInnenbildung. Und wie gesagt, heute mit dem Fokus auf den Verlauf. Steve. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Marlin. Wir sind froh, dass du heute dabei bist. Marlin ist 27 Jahre alt, hat hier bei uns in Hannover an der LUH studiert, nämlich Politik, Wirtschaft als Unterrichtsfach und Deutsch und ist nach dem Studium für das Referendariat nach Göttingen gegangen und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jetzt wieder zurück nach Hannover. Genau, wir wollen heute darüber sprechen, wie so der Schritt aus dem Studium in die Praxis, ins Referendariat für dich gewesen ist, Marlin. Und vielleicht kannst du auch schon so ein bisschen berichten, wie dann der Schritt vom Referendariat in die Stelle, in die Vollzeit- oder Teilzeitstelle als Lehrerin sich angefühlt hat oder sich anfühlt im Moment. Wir wollen ein bisschen sprechen über diesen Praxisschock und tatsächlich auch über die Frage, was lernen wir eigentlich im Ref, was wir im Studium nicht gelernt haben und inwiefern hilft uns das, Freiräume irgendwie auch in der Schule zu entdecken. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Und ja, wir würden vielleicht gleich einsteigen mit der Frage, wie dieser Übergang nach dem Studium für dich war. Du hast ja hier in Hannover studiert. Wie läuft das so ab, wenn ich mit dem Studium, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind vielleicht jetzt so am Ende des Studiums, wenn ich jetzt meine Masterarbeit fertig habe oder einreiche, wie geht es dann weiter und wie kompliziert oder unkompliziert waren die ersten Schritte? Ja, erst einmal von mir auch nochmal hallo. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und ein bisschen ja, berichten darf. Für mich fühlt sich das alles ja auch noch nah dran an, deshalb freue ich mich, dass ich so direkt ein paar Erfahrungen teilen kann. Ja, zu deiner Frage. Ich habe mir für diesen Übergang tatsächlich auch relativ viel Zeit gelassen, habe aber auch aus meinem Umfeld mitbekommen, dass viele das ähnlich machen. Das heißt, ich habe meine Masterarbeit im August abgegeben und der Beginn des Refs war dann erst zum 1.2. Das heißt, ich hatte eine relativ lange Wartezeit, was aber auch ganz gut war, weil man doch irgendwie diese Zeit braucht, um erstmal auf die Note der Masterarbeit zu warten und um wirklich auch diesen Bewerbungsprozess so zu durchlaufen. Man bewirbt sich über ein Online-Portal, muss dann da ja erstmal in meinem Fall vorläufige Zeugnisse einreichen und dann später das offizielle Masterzeugnis nachreichen, wenn dann die Note in der Masterarbeit da ist. Und dann, das ist eigentlich so die Frage, die, glaube ich, auch viele umtreibt, muss man sich entscheiden, welche Wunschorte man angibt. Das ist eigentlich an sich die einzige Entscheidung, die man wirklich aktiv selber gestalten kann. Alles andere ist formal, man reicht die Dinge ein, man bewirbt sich beim Land und genau, kann dann eben diese Wunschorte angeben. Und ich glaube, es waren 3 bis 5 Orte, die man da für Niedersachsen angeben kann. Ja, da muss man so ein bisschen überlegen. Viele machen das taktisch, dass sie auf Platz 1 und 2 Orte setzen, die sie unbedingt wollen, wo man vielleicht aber auch denkt, es könnte schwierig werden. Also typisch eben Hannover. Aber in meinem Fall war es eben Göttingen, auch als sehr beliebter Ort, an dem eben viele Studierende fertig werden und dann auch gerne dort den Refplatz haben möchten. Und man würde dann genau das vielleicht auf Platz 1 oder 2 setzen und dann auf hintere Plätze eher Varianten, mit denen man sich auch noch arrangieren kann. Letztlich gibt es da aber keinen Muss. Also ich habe von vielen gehört, dass es einfach so geklappt hat, auch mit dem Wunschort. Es ist ein bisschen Glück im Spiel. In meinem Jahrgang haben zum Beispiel in Göttingen, waren wir zu 9, die mit Politik, Wirtschaft angefangen haben. Im Jahrgang über mir nur eine Person. Das heißt, es ist dann immer gerade auch ein bisschen Zufall, wie viele Plätze mit den Fächern frei sind und wie hoch dann die Chancen sind, an den Wunschort zu kommen. Man kann auch jederzeit bei dem Amt, bei dem man sich bewirbt, das ist das regionale Landesamt in Braunschweig,
anrufen, mal fragen, wann werden die Bescheide verschickt, an welchen Ort man kommt. Und ich habe von vielen auch gehört, dass man nochmal nachrücken kann an den Ort, an dem man dann eigentlich möchte. Genau, also das so zum Bewerbungsprozess. Mehr kann man eigentlich gar nicht entscheiden. Der Wunschort, das ist eben das Hauptding. Und dann habe ich versucht, mir wirklich auch Zeit zu nehmen, vor dem Ref nochmal runterzukommen, ein bisschen zu arbeiten, zu sortieren, mich vorzubereiten, aber vor allem auch nochmal durchzuatmen und diesen Übergang eben auch bewusst wahrzunehmen und sich natürlich innerlich auch ein bisschen zu wappnen für das, was vor einem liegt. Das klingt gerade schon total spannend, weil man sieht, es sind vielleicht nur kleine Entscheidungen, die man an der Stelle treffen kann, oder es sind nur einzelne, aber sie sind eben gar nicht klein, weil vom Ort natürlich auch abhängt, welchen Fahrtweg habe ich, ne? Was habe ich schon von dem Studienseminar zum Beispiel auch gehört oder welche Schulen gibt es in der Region? Und du sagtest, dass du dich eben bewusst zum Beispiel für Göttingen entschieden hast. Wir sprechen nun über Niedersachsen und es gibt in den anderen Ländern eben auch ähnliche Portale, ähnliche Entscheidungsmöglichkeiten. Und wie kam es für dich dazu, dass es nun Göttingen war, wo du ja in Hannover studiert hast? Ja, das war vor allem, also eigentlich ausschließlich aus privaten Gründen, weil mein Freund noch dort studiert hat. Und wir deshalb gesagt haben, wir wollen wieder zusammen wohnen und ich auch gerade fürs Ref mir gewünscht habe, eine relativ stabile und solide private Basis zu haben, also an einem Ort auch wirklich zu wohnen und dann nicht noch irgendwie zwischen Freund und Ref und eigener WG hin und her zu pendeln. Und ich dachte auch, ja, Göttingen so als kleinere Stadt, noch studentisch geprägt, ist auch natürlich ein attraktiver Wohnort und ehrlich gesagt, wie dann das Studienseminar ist, damit habe ich mich irgendwie gar nicht so recht beschäftigt. Man kann da ja auch schwer hinter die Kulissen blicken. Also ich finde, man hat gar nicht so viele Einblicke, wie dann die Studienseminare eigentlich organisiert sind. Ich habe manchmal gedacht, es ist natürlich leichter, wenn ich jetzt in Hannover geblieben wäre. Da hatte ich schon ein paar Freundinnen oder auch Freunde, die schon in den Jahrgängen über mir waren. Da kann man dann auch mal schon mal fragen, ja, wie sind die Ausbilder, welche Schulen sind zu empfehlen. Bin da relativ unbedarft dann einfach nach Göttingen gegangen, fand es aber eigentlich auch ganz schön, an einen Ort zu kommen, den man noch nicht so gut kennt und wo man auch noch nicht so viel hört im Vorfeld, sondern einfach so ganz unvoreingenommen ankommt, weil es ja wirklich so ist, wie ich eben schon sagte, eigentlich den Ort an sich vom Studienseminar kann man beeinflussen, aber alles andere auch nicht. Also auch die Schule, da wird man auch im Grunde einfach zugeteilt, zumindest war es bei mir so. Und ich finde es eigentlich ganz hilfreich, wenn man da so eine offene Haltung hat, es einfach auf sich zukommen lässt und sich vorher gar nicht so sehr informiert, sondern sagt, es ist jetzt ein Neustart, irgendwie wird es alles, ich komme da einfach an und es wird, genau. Ich würde da gleich noch eine Frage nachschieben, wenn ich darf, weil ich habe das im Referendariat auch so erlebt, dass gerade so dieses Studienseminar wie so eine Blackbox ist, ne? Also man hat vorher keinen Einblick und man kommt in diese Welt, von der man nur was gehört hat bisher, im Idealfall, ne? Von FreundInnen, die bereits im Referendariat sind oder waren. Und gerade an der Universität überlegen wir ja auch immer wieder, wie kann man sozusagen diese Vernetzung der Phasen gestalten? Und da hast du gerade so mit dem Punkt, man hat vorher keinen Einblick, für mich irgendwie einen Punkt benannt, wo ich dachte, an jeder Schule gibt es sozusagen einen Tag der offenen Tür. Ne? Wenn Kinder in die Grundschule kommen oder dann eben auch in die weiterführende Schule, man schaut sich das ganz genau an. Wenn jetzt zum Beispiel die Entscheidung eben nicht der Wohnort an sich gewesen wäre, sondern zum Beispiel das Studienseminar, glaubst du, dann hätte es dir geholfen, da vorher einen Einblick zu erhalten? Also hättest du das auch gemacht und wärst zu verschiedenen Studienseminaren zu Tagen der offenen Tür gefahren? Ja, definitiv. Also das hätte ich sehr gerne gemacht. Es ist ja einfach auch so eine Gefühlssache. Also ich bin ein Mensch, möchte mich gerne vorbereiten und irgendwie so ein bisschen wissen, was auf mich zukommt. Und mich hätte das sehr interessiert, da mal Einblicke zu bekommen. Natürlich auch mit Referendarinnen und Referendaren zu sprechen, die das Ganze schon durchlaufen oder gerade drinstecken. Ich war total froh, dass ich mal während eines Fachpraktikums in Hannover beim Referendar hospitiert habe und mal bei dem, bei einem Unterrichtsbesuch zugucken durfte und auch bei der Nachbesprechung dabei sein durfte.
Und das war so eine Erfahrung, an die habe ich auch im REF noch oft zurückgedacht, weil man einfach ja mal so einen Einblick hat, weiß, was wie läuft eigentlich ab. Ich hätte es total toll gefunden, mir verschiedene Studienseminare anzuschauen und einfach ins Gespräch zu kommen. Ja. Ja, ich finde, das ist doch schon mal eine spannende erste wichtige Erkenntnis, die wir mitnehmen könnten, das auch anzustoßen. Warum gibt es das eigentlich nicht schon längst? Was natürlich nicht zuletzt auch am Ende damit zu tun hat, dass die Studienseminare voll werden, ob ihr euch dafür entscheidet oder nicht. Sie werden immer voll, der Bedarf ist da. Aber genau, das, was wir als Lehrerinnen und Lehrer irgendwie später auch den Schülerinnen und Schülern vermitteln wollen, Transparenz herzustellen, gemeinsam auch darüber zu sprechen, was sind unsere Ziele, unsere Bedürfnisse, Wünsche, das könnte man natürlich auch im Referendariat und damit vielleicht gleich am Anfang schon ein paar erste Ängste den angehenden Referendarinnen und Referendaren nehmen. Wie war es denn bei dir? Du bist dann nach Göttingen gekommen und dein Studienseminar ging los. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erzählen, wie ist das eigentlich aufgeteilt? Du hast ein Seminar für jedes deiner Fächer und dann wahrscheinlich noch ein übergeordnetes Seminar. Genau, dann würde mich mal interessieren, wie war der berühmte Praxisschock? Wie schnell musstest du dann vor die Klasse und vielleicht sogar alleine vor die Klasse? Erzähl uns doch mal von deinen ersten Wochen. Ja, also bei uns ging es los mit einem sogenannten Crashkurs. Das waren 3-4 Tage. Da waren wir wirklich noch, also in meinem Jahrgang, alle zusammen mit der Seminarleitung und wurden da ja erstmal grundsätzlich eingeführt, auch eben in die Ausbildungsordnung, weil mir das vorher auch gar nicht so klar war, was muss ich eigentlich leisten an Unterrichtsbesuchen, wie ist das mit dem Prüfungsunterricht am Ende, wann gibt es Gutachten, wie viel Unterricht muss ich eigentlich machen, wie viel davon ist eigenverantwortlich, wie viel davon ist hospitiert und all sowas haben wir in diesen Crashkursen gelernt. Haben da auch sowas mal ausprobiert wie mein erster Auftritt vor der Lerngruppe, so ein bisschen uns auch da schon mal ausprobiert, aber das alles eben auf einem sehr allgemeinen und grundsätzlichen Niveau. Und an diesem allerersten Tag war dann auch ein ganz aufregender Moment, an dem man dann seine eigenen Ausbilder kennengelernt hat. Steve, du hast es schon gesagt, man hat für jedes Fach einen Ausbilder oder eine Ausbilderin und noch einen Pädagogen oder eine Pädagogin. Das heißt insgesamt 3 Ausbildende, die für einen zuständig sind. Und die hat man an diesem ersten Tag auch kennengelernt. Das war natürlich ja super aufregend, 3 ganz unterschiedliche Personen und Persönlichkeiten, auf die man sich ja dann doch auch ganz schön stark einstellt, weil die einen wirklich über die 1,5 Jahre ganz eng begleiten. Einen nicht nur im Unterricht besuchen und eben auch am Ende bewerten, sondern auch die Fachseminare abhalten, zu denen man bei den pädagogischen Fachseminaren einmal wöchentlich zusammenkommt. Das war bei mir immer mittwochs, das war unser Pädagogiktag. Und zu den Fachseminaren, also Deutsch und Politik-Wirtschaft bei mir, alle 2 Wochen, jeweils für 2,5 Stunden. Das heißt, da ist man dann auch nochmal wieder in dieser Schülerrolle, wird dann selber, bekommt selber nochmal Unterricht im Grunde. Das ist der eine Teil der Ausbildung und der andere eben die konkrete Reflexion und die Nachbesprechung im Unterricht. Der Start dann an der Schule war, man wird wirklich total ins kalte Wasser geschmissen. Also diese Crashkurstage waren nett, aber gingen natürlich auch total schnell rum. Und dann hatten wir noch, also mein Jahrgang hatte dann noch Zeugnisferien. Und dann ging es danach direkt los. Und man steht ab Tag 1 in der Klasse. Eigentlich alle von uns hatten auch gleich eigenverantwortlichen Unterricht. Das bedeutet, das sind wirklich Klassen, in denen man ganz alleine ist. Und dann eben wirklich da reinmarschiert, ganz souverän und sagt, ich bin jetzt hier die neue Lehrerin. Gleichzeitig ist dann der zweite Teil eben noch das Kollegium kennenzulernen, da schon Kontakte zu knüpfen, weil man sich eben auch ganz viel Unterricht dazu holen muss. Das heißt, man hospitiert erstmal und unterrichtet dann im betreuten Unterricht mit anderen Lehrkräften. Und
auch da war das so ein bisschen Praxisschock, weil man in einem vollen Lehrerzimmer steht, nicht so richtig weiß, wen spricht man an, wer hat welches Fach. Viele sind sehr freundlich, gehen auch auf einen zu, aber bei vielen muss man natürlich auch ein bisschen erstmal sich selbst vorstellen, nachhaken und weiß dann auch nicht so genau, ja, ist das jetzt aufdringlich, wenn ich jetzt direkt frage, was ist da so möglich? Genau, das heißt, es war wirklich, also die ersten Tage waren total aufregend und auch fordernd, weil man ja in ganz viele Situationen einfach so geworfen wird, in denen man einfach agieren muss und es dann einfach macht. Und das Spannende ist, es funktioniert dann ganz gut, wenn man einfach mal sich traut und loslegt. Martin, hast du da vielleicht auch schon Tipps, wie man am besten sozusagen diese ersten Tage im Lehrerzimmer übersteht? Wie man, ich meine, ich persönlich habe das auch im Referendariat so erlebt und ich habe dann im Laufe der Zeit auch Verständnis dafür entwickelt, weil natürlich für viele der Kolleginnen und Kollegen, die Referendare jedes halbe Jahr wechseln, dann ein Jahr, anderthalb Jahre da sind und dann meistens wieder weg sind und sich da immer wieder mit dem gleichen Elan und der gleichen guten Laune jedem und jeder Referendarin zu stellen, ist natürlich auch sehr viel verlangt in einem pädagogisch ohnehin herausfordernden Alltag. Ja. Hast du Tipps, so wie du gleich am Anfang das Eis gebrochen hast mit den Kolleginnen und Kollegen? Also ich würde erstmal so strategisch empfehlen, sich erstmal an die Leitung der Fachgruppen zu wenden, der Fächer, die man selber hat. Dann hat man gleich eigentlich die wichtigsten Ansprechpartner. Das sind ja dann auch nur zwei, also für jedes Fach eine Person, die eben auch vernetzen können, die die Fachgruppen kennen und wissen, welche Kolleginnen und Kollegen dazugehören. Und das ist wirklich für den ersten Tag reicht das schon. Das sind zwei ganz wichtige Menschen, wenn man es schafft, auf die zuzugehen und mit denen einen Kontakt aufzubauen, ist das schon ganz, ganz viel wert. Und dann würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, sich mit den anderen Referendarinnen und Referendaren zu vernetzen. Also das war für mich wirklich das Allerbeste, was mir passieren konnte, dass eine Referendarin, die ein halbes Jahr über mir war, dass wir uns sofort gut verstanden haben, ich gut auf sie zugehen konnte und man dann eben auch so ein bisschen einen anderen Kontakt hat, weil man in der gleichen Situation ist und sich da dann auch traut, Fragen zu stellen, die man vielleicht den erfahrenen Kollegen und Kollegen noch nicht gleich als erstes stellen mag. Fachbereichsleiter oder Fachgruppenleiter ansprechen und andere Referendare da Kontakte knüpfen. Und so die Art und Weise, wie man auf die Kolleginnen und Kollegen zugeht. Ich finde immer einfach mit einem gewinnenden, freundlichen Lächeln sich einmal vorstellen, kurz nach den Fächern fragen. Dann sind viele auch immer schon, schade, dann passt es nicht mit unserer Fächerkombination. Aber dann hat man sich schon mal vorgestellt und weiß schon mal ungefähr. Und sonst würde ich wirklich sagen, man darf sich da auch selbst jetzt nicht überfordern und nicht erwarten, dass man nach 3 Tagen ein Kollegium von 90 Personen kennt und jeden Namen kennt, plus die Schüler, die man neu hat. Man muss sich da so langsam vorarbeiten. Und ich habe es auch immer gerne so gemacht, dass ich mir gezielt, gerade am Anfang, dass ich auch versucht habe, ein bisschen da zu sein, also im Lehrerzimmer. Denn in den Pausen ist es wahnsinnig hektisch. Und wenn da dann noch jemand irgendwie reingrätscht und noch irgendwie was ein bisschen Smalltalk machen möchte, ist es einfach oft nicht passend. Aber in einer Freistunde, wenn das im Lehrerzimmer auch ein bisschen ruhiger ist, da dann bei einem Kaffee nochmal kurz ins Gespräch zu kommen und einfach, meist ergibt es sich von alleine, sich kurz vorstellen, immer sagen, dass man sich freut, dass man jetzt da ist und gespannt ist auf alles, was kommt und sich über jede Unterstützung freut, dann kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Also negative Erfahrungen habe ich da nicht gemacht. Man muss da einfach auch ein bisschen nett zu sich selbst sein und sich selbst da nicht zu sehr unter Druck setzen. Man kann auch nicht mit jedem per Du und sein und in freundschaftlicher Ebene irgendwie umgehen. Ja. Ja, voll. Helene, hast du aus deiner Ref-Zeit einen Tipp? So, wie hast du das am Anfang gemacht? Ich finde gerade den Punkt, den Marlin benannt hat, ne, dieses Offensein und eben auch den Moment vor allen Dingen abpassen. Also das Gefühl zu bekommen dafür, wie ist dieser Schulalltag? Ne? Mit welchen Herausforderungen ist man konfrontiert? Und eben auch zu sehen, dass man natürlich im Referendariat, ob der Tatsache, dass man eben nicht nur an der Schule ist, sondern eben auch im Studienseminar ganz viel zu tun hat und auch gar nicht immer präsent ist. Und dass die Kolleginnen und Kollegen
das aber gar nicht unbedingt sehen, ne? Und dass man, wenn man zum Beispiel Absprachen trifft, das auch immer wieder mit benennt. Also zu sagen, an dem Tag bin ich im Studienseminar, könnten wir deshalb den Termin an einem anderen Tag finden, um uns zu besprechen, ne? Oder wenn es darum geht, einfach nur, wie werden Dinge organisiert. Bei uns war es damals zum Beispiel das Eintragen der Klassenarbeiten ins Klassenbuch, was einfach gar nicht so gestaltet werden konnte, weil ich einen Wahlpflichtkurs hatte, der sich aus drei verschiedenen Klassen zusammensetzte und dieses Klassenbuch gar nicht immer mit in der Stunde jetzt bei mir war, ne? Wo man dann sagen muss, wie können wir eben dann einen guten Prozess finden, und zwar gemeinschaftlich. Und ich glaube, das ist sozusagen das Essentielle, dass man sich als Teil dieses Kollegiums eben auch sieht, ne? Und sich dort aber auch genauso einbringt mit allem, was in der Schule zu tun ist, was auch über die eigenen Fächer hinausgeht. Mhm. Was ich dich gern fragen wollte, Marlin, weil du davon gesprochen hast eben, ne, dass man so ins kalte Wasser geworfen wird und dass es ganz viel ist am Anfang. Wie hast du aber so die ersten Unterrichtsstunden erlebt? Also unter dem Hintergrund, man arbeitet mindestens 5 Jahre auf diesen Moment hin, dass man das Studium durchläuft und dann irgendwann vor der Klasse steht. Einige entscheiden sich erst im Verlauf dieses Studiums dann dafür, wirklich Lehrerin oder Lehrer werden zu wollen. Für andere ist das gleich am Anfang schon total klar. Da ist das das Ziel und jetzt ist so dieser Moment, wo man vor der Klasse steht. Mhm. War da sozusagen Aufregung und aber auch ein Gefühl der Freude, dass es jetzt soweit ist, oder hat quasi die Herausforderung das alles überstrahlt? Also eher Ersteres. Ich muss sagen, das habe ich auch, also das unterscheidet sich gar nicht. Das war in meiner ersten Stunde im Ref so, aber das ist auch jetzt noch so. Jedes Mal, wenn man in eine neue Klasse kommt und selbst wenn es nur für eine Vertretungsstunde ist, bin ich immer ein bisschen aufgeregt und auch immer, aber auch freudig und freue mich einfach, bin gespannt, wer da so vor mir sitzt. In der Regel sind das ja 25 bis 30 neue Menschen, die einen immer wieder überraschen. Und ja, ich finde, da darf man auch neugierig und aufgeregt sein. Und das macht das Ganze dann auch so spannend oder den Beruf so spannend. Auf jeden Fall. Das hatte ich auf jeden Fall. Natürlich war auch ein bisschen, waren auch ein paar Ängste da, klar, wie die auch. Bei mir war meine erste Stunde eine 8. Klasse in Politik. Und ja, 8., 9., da hört man dann ja auch immer, oh ja, da sind schon, ist auch pädagogisch viel zu leisten. Das war eine große Klasse. Ja, ich weiß noch genau, ich kam in diesen Raum und habe erst mal gedacht, ist der voll, hier sitzen so viele Kinder. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Und dann finde ich es ganz schön, also in 9. Klassen wirklich sich auch die Zeit zu nehmen, sich erstmal in Ruhe vorzustellen, sich da was zu überlegen. Ich mache das dann immer so, dass ich, oder habe es jetzt oft so gemacht, dass ich 3 Dinge über mich erzähle und eine dieser Dinge ist falsch und dann müssen die erstmal raten, was wohl nicht zutrifft. Und es ist eigentlich immer so ein ganz netter Eisbrecher. Ja, weil jetzt mein Ausbildungsweg, das ist für die nicht so spannend. Dann sage ich mal, okay, ich habe in Hannover studiert, nicken manche, aber die wollen einen ja auch privat kennenlernen und irgendwie da so ein Ritual zu finden, sich erstmal vorzustellen und eben auch schon so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das finde ich sehr gut und die Zeit nehme ich mir auch immer und auch jetzt immer noch. Genau, und dann würde ich mir auch für die erste Stunde vornehmen, jetzt inhaltlich nicht zu sehr in die Vollen zu gehen, sondern ja, zu versuchen, einen Einblick ins Fach zu geben, in das, was inhaltlich auch vor der Klasse liegt im Halbjahr, eben sich als Person irgendwie vorzustellen. Und ich habe zum Beispiel in der ersten Stunde erstmal viel darüber gemacht, was ist für Sie eigentlich Politik, was ist für die Wirtschaft, was ist vielleicht Gesellschaft für Sie, und ja, da erstmal so erste Vorstellungen abzufragen, aber eben das Ganze eher offener zu konzipieren. Das wäre mein Tipp für die erste Stunde. Genau, was ich noch dazu sagen muss, ja, du hast ja auch gesagt, man studiert eine lange Zeit. Viele wissen von Anfang an, dass sie das machen wollen, andere rutschen da so rein. Und dann dieser erste Moment vor der Klasse, der ist wirklich wahnsinnig
aufregend. Ich hatte das Glück, dass ich während des Studiums schon 2 Jahre lang immer an der Schule nebenher arbeiten konnte. Und dadurch dieses Gefühl, vor der Klasse zu stehen, zum Glück schon ganz gut kannte. Oder auch an der Uni Tutorien gegeben habe. Also egal, welche Erfahrung es ist, ich habe auch viele kennengelernt, die in der Zeit zwischen Studium und Ref irgendwie an der Förderschule gearbeitet haben, da unterstützt haben oder Nachhilfe gegeben haben, was auch immer. Ich würde es tatsächlich empfehlen, jede Erfahrung von einer Gruppe zu stehen oder mit im Kontext lernen, irgendwie zu agieren, auch in kleineren Gruppen. Die lohnt sich, wenn man da am meisten, also da wirklich merkt, macht einem das Spaß, fühlt man sich wohl, fühlt man sich total unwohl, und gerade da dann eben auch wirklich ja noch ganz viel Freiraum hat, um auszuprobieren und noch nicht diesen Druck im Ref, da sitzt gleich jemand und bewertet dich, sondern man einfach ein bisschen ausprobieren kann. Und ich habe im Ref oft daran zurückgedacht und gedacht, okay, ich habe das 2 Jahre lang da gemacht und es ging und da hat sich niemand beschwert, dann schaffe ich das jetzt auch. Genau. Ja, aber ich finde das tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass man so früh wie möglich auch versucht, so pädagogische Erfahrungen zu machen, weil das ist ja das, was wir im Studium wirklich nur am Rande tatsächlich lernen oder tatsächlich am Rande auch diese Erfahrung machen können. Und gleichzeitig ist es so was Zentrales. Also wir hören bei dir ja jetzt etwas raus, was wir in den anderen Podcast-Folgen auch schon besprochen haben, nämlich, dass dieser Job mehr ist als ein Unterrichtsfach zu vertreten, sondern eigentlich was Pädagogisches ist. Und in eine neue Klasse zu kommen und sich auf die Kinder zu freuen, ist eigentlich das Zentrale. Es ist sehr schön, das bei dir zu hören, weil das eigentlich ja diesen Beruf ausmacht und nicht in eine Klasse zu kommen und sich nur darauf zu freuen, endlich die Kurvendiskussion erklären zu dürfen, sondern sich eben auf diese Menschen zu freuen und mit ihnen arbeiten zu können. Und wenn man so dieses Gefühl bei sich entdeckt, egal in welchem Kontext man pädagogisch arbeitet, wenn man als Jugendfeuerwehrleiter oder Leiterin irgendwie unterwegs ist oder im Sportverein oder Nachhilfe gibt. Und wenn man so das Gefühl hat, es macht mir Spaß, mit den jungen Leuten zu arbeiten, dann weiß man schon mal, okay, man ist wahrscheinlich einigermaßen auf dem richtigen Weg. Genau, wir wollen ganz gern mit dir heute auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen über diese Drucksituation des Referendariats sprechen. Du hast jetzt schon die wahrscheinlich spannendste erstmal angesprochen, nämlich die erste Stunde, das erste Mal vor den Kindern, vor den Jugendlichen stehen. Aber wahrscheinlich ist die Drucksituation, vor der die meisten Angst haben, die erste Prüfungsstunde, der erste Besuch in meiner Unterrichtsstunde. Wie war da deine Erfahrung mit? Ja, ich habe das alles ein bisschen wie im Film wahrgenommen. Ich weiß noch, ich habe sehr schnell eingeladen, also sehr früh. Das heißt, das war dann, glaube ich, wirklich schon in meiner zweiten Ref-Woche, zweite oder dritte Unterrichtsstunde in der Klasse. Aber ich wollte das auch gerne, weil ich gerne direkt irgendwie ein bisschen Rückmeldung wollte und auch das Gefühl hatte, ich brauche das. Es war tatsächlich auch Politik, Wirtschaft, es war auch die 8. Klasse, von der ich eben schon gesprochen habe. Und ich weiß noch, mir ging es in der Nacht davor irgendwie gar nicht gut. Ich weiß auch nicht, mir war richtig übel, wahrscheinlich war es wirklich die Aufregung. Und ich habe mich dann aber irgendwie hingeschleppt und hatte das dann in der Stunde, aber auch in jeder weiteren Stunde, eben wenn ein Unterrichtsbesuch, aber auch eigentlich, wenn kein Unterrichtsbesuch ist, wenn man dann in der Klasse ist, dann funktioniert man irgendwie einfach. Dann sind so viele Einflüsse da. Und man reagiert einfach und irgendwie ist alles vergessen, ob ich irgendwie zungrig bin oder nicht, ob ich Schnupfen habe oder nicht. Irgendwie man ist dann in der Situation und macht einfach. Und so war das dann auch in meinem ersten Unterrichtsbesuch. Dass ich eigentlich vorher dachte, oh Gott, es ist viel zu früh, es geht mir gar nicht gut, was mache ich hier? Und dann bin ich da rein und es war einfach, ich habe es einfach gemacht und es ging total schnell rum. Und bei uns war das so, wir hatten das Doppelstundenprinzip an der Schule und die Ausbilder kamen dann in der Regel zur 2. Stunde rein. Das heißt, man hatte die erste Dreiviertelstunde allein und irgendwann in der Stunde kamen dann einfach die Ausbilder rein. Und ich weiß noch, meine Ausbilderin kam rein, setzte sich hinten hin und ich habe es gar nicht wahrgenommen. Also man blendet es total aus. Man ist so in der Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern, so in dieser Situation, in dem Moment, dass ich dann gar nicht gedacht habe, oh, jetzt ist Unterrichtsbesuch. Dann einfach gedacht habe, okay, ich mache die Stunde jetzt so gut, wie ich kann. Und dann bin ich mal gespannt, was meine Ausbilderin später sagen wird. Also die Situation an sich, in der
funktioniert man einfach. Und das ist auch, war für mich auch immer sehr beruhigend zu wissen, dass man das dann einfach auch hinkriegt und das dann auch ganz gut ausblenden kann, wer auch immer da hinten gerade sitzt. Man ist ja eh immer im Fokus. Also man hat eh immer viele, viele Augenpaare, die auf einen gerichtet sind. Und dann eins mehr oder weniger macht auch nicht so den Unterschied. Was ich dann deutlich herausfordernder fand, war die Nachbesprechung, weil das wirklich eine Situation ist, die man ja vorher noch gar nicht hatte. Man hat dann auf einmal wir hatten einfach so einen Reflexionsbogen mit verschiedenen Feldern und teilweise weiß man aber noch gar nicht so richtig, was verbirgt sich jetzt dahinter. Also was ist jetzt kognitive Aktivierung und wie kann ich auf die Methodik möglichst gut eingehen und in den fachdidaktischen Prinzipien, wo sind die im Unterricht? Also da fehlt einem teilweise wirklich noch so ein Seminarsprech, den man sich aneignet. Das war dann für mich neu. Also da habe ich ganz schön rumgestottert, meinen Unterricht so prägnant zu reflektieren, dass man dann auch gut damit weiterarbeiten kann. Und da fand ich es dann aber auch ganz gut, dass meine Ausbilder von Anfang an klar gemacht haben, dass diese ersten Unterrichtsbesuche eben auch, also gerade die Nachbesprechungen auch eine Übung sind, um das Reflektieren zu üben. Weil das nochmal ein ganz neuer Teil ist, den man vorher wirklich nie, also ich habe nie über Unterricht so gesprochen wie im REF, dass man wirklich mal sagt, diese Methode ist funktional oder nicht, weil das und das und ich habe die und die Indikatoren, um zu sehen, dass das funktioniert hat oder nicht. Das war neu, aber auch dann spannend. Und hinterher war ich natürlich total erleichtert und auch froh, weil ich zumindest dann bei mir gemerkt habe, okay, es war jetzt nicht komplett schlecht. Also es war in Ordnung und ich dann einfach so weiterarbeiten konnte. Ich finde den Punkt, den du gerade genannt hast, dass deine AusbildnerInnen zu dir gesagt haben, ne, das ist erstmal zur Übung ganz entscheidend, weil wir wissen sozusagen, es ist ein Feedback-Prozess letztendlich, ne, und es ist auch ein eigener Lernprozess an der Stelle. Und dass man in dieser ersten Unterrichtshospitation oder dann auch Nachbesprechung eben bestimmte Dinge noch gar nicht können kann. Und sich das auch wieder zu vergegenwärtigen, ne, dass das die eigene Lernsituation jetzt ist, was natürlich total schwierig ist, weil man immer in diesem Wechselspiel ist aus dem LehrerInnen-Dasein und eben dem Lernenden-Dasein. Das, glaube ich, ist so eine Herausforderung, die das mit sich bringt. Und ich finde es aber schön zu hören, dass genau das bei dir ganz explizit gemacht wurde, dass es um den eigenen Lernprozess an dieser Stelle auch geht. An einer Stelle würde ich gerne nochmal reingehen, weil da hast du nämlich gesagt, die SchülerInnen, oder ist es egal sozusagen, ob noch jemand mit hinten drin sitzt, es sind sowieso so viele Augenpaare auf einen gerichtet. Aus meiner Erinnerung, aus dem eigenen Referendariat, hatte ich das Gefühl bei Unterrichtsbesuchen immer, man wird zu einer Einheit mit den Schülerinnen und Schülern. Mhm. Die sozusagen eigentlich, wenn man ein gutes Arbeitsbündnis mit ihnen hat, nicht die Stunde sprengen. Ne? Hattest du ein ähnliches Gefühl oder wie war das für dich? Ja, doch, auf jeden Fall. Das zeigt mal wieder, ja, Beziehung ist irgendwie alles, also finde ich, in Schule, die Beziehung muss gut sein. Und dann ist es wirklich so, dass die Schülerinnen und Schüler sich so engagieren und so versuchen, da irgendwie einen zu unterstützen. Teilweise schon so sehr, dass dann wieder die Zeitplanung ganz falsch sind, weil sie so schnell machen und wollen. Oder sich irgendwie alle melden und man weiß gar nicht, oh Gott, man will eigentlich alle dran nehmen. Aber das ist wirklich total schön zu sehen und macht auch Spaß. Und das ist auch, finde ich, wichtig, sowas konnten wir dann auch in den Nachbesprechungen immer sagen und das wurde dann auch gelobt, dass die Beziehung gut ist und die Lerngruppe aktiv und motiviert und man einen guten Zugang zu denen hat. Also das wirklich so als Basis und also das ist schon toll, wie die Schülerinnen und Schüler einen dann einfach unterstützen. Also das ist, habe ich ähnlich wahrgenommen, dass dann man sich wirklich da auch verlassen kann auf ihre Mitarbeit. Und selbst wenn man dann selber im Unterricht merkt, okay, der Arbeitsauftrag war jetzt nicht so gut formuliert, dann sind die teilweise auch, dass sie dann schon leise nur nachfragen, damit die Ausbilder das nicht hören, wenn sie irgendwie Fragen haben. Genau, also ganz, ganz süß und
unterstützend auch, so habe ich es wahrgenommen. Ja. Aber es gibt natürlich beides, ne? Also das muss man fairerweise dazu sagen, ja. Wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Schülerinnen und Schülern hat. Und deswegen, Martin, würde ich dir sofort recht geben. Alles ist auch Beziehungsarbeit, gerade in der Pädagogik. Aber genau, wenn man sie eben nicht vernünftig macht, diese Beziehungsarbeit, oder wenn man dann irgendwie in die Schule kommt und jetzt ist man mit dem Studium fertig und denkt, man wäre irgendwie was Besseres und kann jetzt autoritär da durch die Schule marschieren, dann kann man eben auch genau das Gegenteil erleben, dass die Schülerinnen und Schüler einem relativ schnell die Grenzen aufzeigen. Also ich hatte im Referendariat einen Kollegen, der auch bei mir an der Schule war, dem sind die Schülerinnen und Schüler über Tisch und Bänke gegangen, obwohl das der lauteste Lehrer war, der am meisten geschrien hat, oder Referendar. Aber der hat damit quasi dieses Verhältnis zu seinen Schülerinnen und Schülern nicht aufbauen können. Aber deswegen, genau, man merkt, wie wichtig Beziehungsarbeit ist, auch daran, ob man eben so ein Team sein kann und das gemeinsam sozusagen durch diese Schulzeit kommt oder durch diese Unterrichtszeit. Genau, wenn ich so ein bisschen auf die Zeit gucke, wie lange wir noch miteinander sprechen können, würde ich gerne nochmal den Schwerpunkt so ein bisschen darauf legen, wo es möglicherweise auch Schwierigkeiten bei dir gab, auch während des Referendariats. Wir haben jetzt über den Anfang gesprochen, die ersten Stunden. Bei mir haben die Ausbilderinnen und Ausbilder immer gesagt, am Anfang kommt es auch darauf an, mal zu schauen, ob diese Beziehung stimmt, ob die Lehrerpersönlichkeit irgendwie da ist, wie eigentlich die eigene Persönlichkeit ist und wie das in ein gutes Gefühl geht. Aber relativ schnell geht es ja schon eben auch genau darum, was du auch schon angesprochen hast, funktioniert die Unterrichtsplanung, sind die fachdidaktischen Prinzipien berücksichtigt, schafft man eigentlich am Ende das, was man schaffen wollte, hat man eine didaktische Reserve und so weiter. Und am Ende geht es ja auch, und das wäre jetzt so eine Frage, wie du das erlebt hast, manchmal darum, dass man eben doch eine gewisse Unterrichtslogik der Ausbilderinnen oder Ausbilder übernimmt, weil das eben erfolgsversprechend ist, weil man dann möglicherweise doch eine bessere Note bekommt. Genau, also ich habe in Berlin das Referendariat gemacht, das ist das einzige Bundesland in Deutschland, bei dem es einen richtigen Personalrat gibt, also einen Personalrat, der auch über Einstellungen und über Entlassungen entscheidet und bei Konflikten immer mitsprechen darf, der mit zu Prüfungen kommen darf. Ich war da im Personalrat und habe genau das erlebt, dass es genau diese Konflikte gab zwischen Ausbilderinnen und Lehramtsanwärterinnen bzw. Referendarinnen und Referendare. Und deswegen so die Frage an dich, gab es für dich auch solche Situationen oder hattest du zumindest manchmal auch das Gefühl, dass du eben deinen Unterricht doch an die Wünsche und Anforderungen deiner Ausbilderinnen und Ausbilder anpassen musst? Ja, also grundsätzlich auf jeden Fall. Also man passt sich da sehr stark an oder ich habe mich auch angepasst. Ich bin unsicher, wie ich das Ganze beurteilen soll. Es ist natürlich einfach, also man hat diese Fachseminare, da spricht man darüber, was guter Unterricht ist und natürlich übernimmt man da dann auch viel oder ja von dem, was einen die Ausbilder oder die Ausbildenden vermitteln. Und auch in den Nachbesprechungen kommen natürlich die Themen auf, die die Ausbildenden dann auch als relevant betrachten, sodass man gar nicht, also oft gar nicht mehr so weiß, wie wäre es jetzt bei jemand anderem, wären da die Schwerpunkte anders, würde man da zu anderen Ergebnissen kommen. Ich kann für mich sagen, dass ich es auf jeden Fall so wahrnehme, dass ich durch meine Ausbildenden sehr, sehr stark geprägt wurde, in dem, was ich als guten Unterricht empfinde. Und dass es manchmal auch so war, auf jeden Fall, dass man Dinge macht, weil man weiß, dass die das gut finden. Also, dass man sich, klar, irgendwie weiß man wird am Ende benotet und man lernt ja schon so ein bisschen oder man kriegt ja mit, okay, was gefällt ihnen, was kommt gut an. Und da muss man auch einfach sagen, sind diese Unterrichtsbesuche eben auch kein Abbild einer ganz normalen Stunde, sondern man, weiß, oh, die Methode, die ist bestimmt mal total cool und das mache ich mal. Und klar, Differenzierung. Ich kann hier an 5 Stellen in meiner Stunde differenzieren, auf 4 verschiedenen Niveaus. Das macht man natürlich in einer normalen Unterrichtsstunde, kann man das nicht immer so leisten. Und ich finde es trotzdem gut, dass man im REF darüber Gespräch kommt, was das Ziel ist oder was die Funktion dahinter ist und an welchen Stellen es dann wirklich auch sinnvoll ist, weil man so das Gespür dafür bekommt, wo man wirklich auch im normalen Unterricht, wo man dann nicht eben 20 Differenzierungsmöglichkeiten noch im Ärmel hat, dass man trotzdem so ein paar Mittelchen weiß und eben auch weiß, an welchen Stellen man dann eingreifen muss. Deshalb finde ich diesen hohen Anspruch, der einem da manchmal vermittelt wird
und an dem man sich definitiv anpasst, an sich schon rückblickend auch ganz in Ordnung. Also so habe ich es wahrgenommen. Aber klar, man passt sich sehr stark an und man muss ja gar nicht um den heißen Brei rumreden. Richtig realitätsnah ist das dann oft nicht. Am Ende ist das ja auch eine Kompetenz. So habe ich es mir am Ende auch so manchmal so ein bisschen schön geredet im Referendariat, sich eben da auch anpassen zu können und bestimmte didaktische Logiken der Ausbilderinnen und Ausbilder auch mitzunehmen, auszuprobieren, zu erproben. Mir zumindest ging es so, dass ich auch zwischen den Lehrproben tatsächlich diese Freiräume hatte, Dinge auch zu erproben, auszuprobieren. Das ist dann manchmal ganz spannend geworden, wenn man mit ihnen beispielsweise Plakate entwickelt oder erarbeitet hat, auf denen es zum Beispiel um die Legalisierung von Marihuana ging und dann bei der Lehrprobe genau dieses Plakat noch an der Wand hing. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass man die Zeit dazwischen nutzen kann. Das ist vielleicht der Vorteil dessen, was du vorhin so beschrieben hast, als von Anfang an gleich eigenverantwortlicher Unterricht. Das ist natürlich erstmal überwältigend am Anfang, aber heißt natürlich auch, dass ich relativ schnell eine Beziehung zu einer Gruppe aufbauen kann und sagen kann, ey, bis zum nächsten Unterrichtsbesuch ist es ein paar Wochen hin. Ich würde gerne mit euch in den nächsten 2 Wochen oder 3 Wochen mal das und das ausprobieren. Hattest du auch so das Gefühl, hast du den Eindruck gehabt, das Referendariat lässt dir auch so ein bisschen die Luft zum Atmen, um genau sowas mal auch mal ausprobieren zu können? Ja, doch schon. Also was ich ganz gut fand, war, dass mir von Anfang an klar war, der Druck, der für mich persönlich da ist, das ist mein Druck, denn da geht es letztlich um meine Note. Jetzt bei der Vollzeitstelle habe ich mehr das Gefühl, ich muss viel mehr funktionieren und irgendwie für alle irgendwie da sein, alle benoten, für alle die Kompetenzen fördern und sicherstellen, dass sie gefördert werden, während es im Ref eben mehr so war, dass ich ja einfach nicht so viele Stunden hatte und dadurch wusste, okay, die Arbeit, die langen Abende am Schreibtisch, das war dann wirklich für mich, aber im normalen Alltag, im Schulalltag habe ich viel Zeit und viel Raum, kann mich sehr auf die Lerngruppen fokussieren, weil es wirklich, also ich hatte nie mehr als 6 Stunden eigenverantwortlich in der Woche. Das ist natürlich totaler Luxus. Also das bedeutet eben auch nur Klassenarbeiten oder Klausuren für diese 6 Stunden, nur Noten geben für die. Und ja, das schafft auf jeden Fall Freiräume. Und gleichzeitig, Helene, du hast es ja auch schon angesprochen, man ist Teil der Schule, auch Teil des Schulalltags, aber gleichzeitig ja immer auch mit dem anderen bei einem Studienseminar und immer, also permanent in dieser Sonderrolle. Und die schafft natürlich auch nochmal Freiräume, weil man wird nicht für Vertretungen eingeplant, man rutscht manchmal so ein bisschen am Schulalltag vorbei, aber man hat da eben auch viele Möglichkeiten, auch selber zu entscheiden, wo möchte ich jetzt mitmachen, wo kann ich mich nochmal einbringen, wo kann ich nochmal reinschnuppern und nicht ganz so viel, was man verpflichtend erfüllen muss. Und also einmal diese Sonderrolle, dann der eigenverantwortliche Unterricht, in dem man, also die wenigen Lerngruppen, in denen man überhaupt eigenverantwortlich ist, das habe ich auf jeden Fall als Freiräume empfunden. Plus zusätzlich tatsächlich auch den betreuten Unterricht. Gerade bei denjenigen Lehrkräften, die man dann schon ganz gut kannte und wo man auch wusste, das passt. Das muss man auch erstmal rausfinden. Man ist nicht bei jedem so, dass man denkt, das fühlt sich total gut an und ich lerne auch viel und man hat eine total gute Art zu kommunizieren und man ergänzt sich auch. Aber im Laufe der Zeit habe ich ganz, ganz viele Lehrkräfte gefunden, bei denen ich so gerne mitgegangen bin, so gerne auch teilweise wirklich mit, also dass wir gemeinsam unterrichtet haben. Und das hat so viel Freiraum geschafft. Also gerade dann durch Corona, wir hatten es dann teilweise, dass wir eine halbe Lerngruppe zu zweit betreuen konnten. Das war so toll, man konnte so viel ausprobieren, weil wir ja so viel Ressourcen auf einmal hatten, die man eben normal so gar nicht hätte. Und das war super. Das ist total schön zu hören, weil ich eine ähnliche Erfahrung gemacht habe im Referendariat, dass man nämlich gerade dieses Lernen des Teamteachings auch oder von KollegInnen lernen und zwar nicht, dass man immer nur mit der Brille darauf schaut, welche Kriterien werden jetzt vom Studienseminar oder Fachseminar aus an guten Unterricht angelegt, sondern eben auch zum Beispiel die Beziehungsarbeit oder
das, was das sogenannte ExpertInnenwissen ausmacht, ne? Also was haben die Kolleginnen und Kollegen über die Jahre gelernt und was kann ich mir abgucken? Und andererseits aber, weil wir auch über Freiräume sprechen wollen, zu schauen, wo kann ich diese gestalten und wo können dann auch Kolleginnen und Kollegen profitieren, die eben eine volle Stelle haben und eben gar nicht die Zeit haben, jetzt diese wahnsinnig große Unterrichtsreihe auszuarbeiten, aber durchaus unterstützend wirken können an der Stelle als Beratungslehrkräfte. Hast du das auch mit Kolleginnen und Kollegen gemacht, dass sie dich entweder bei der Planung von Reihen unterstützt haben oder dass ihr gemeinsam Projekte geplant habt? Ja, auf jeden Fall. Also das ist total toll, weil man dann auch denkt, ich kann ja auch ganz viel einbringen. Ich komme ja eben frisch aus der Uni und habe noch die ganzen, ja, bin gerade im REF. Das heißt, man lernt ja auch ganz, ganz viel im REF und hat ganz viel Wissen und neue Ideen. Und gleichzeitig dieser Erfahrungsschatz, den die erfahreneren Kolleginnen und Kollegen mitbringen, sich da zu ergänzen und das ja zusammenzuführen. Das war, also das habe ich auch gerne gemacht und da hatte ich dann eben auch ja eine Handvoll Kollegen, mit denen das super ging. Und wir haben dann ja klar für also konkreten Unterricht geplant. Ich wurde auch immer gut dabei unterstützt, wenn es darum ging, eben mal Unterrichtsbesuche ja zu planen, dass man dann wirklich auch vorher im Gespräch darüber war, was könnte man machen, und gleichzeitig eben auch über den Unterricht hinaus hatte ich in Deutsch eine ganz großartige Fachgruppenleiterin und wir haben die Schulbibliothek einfach wahnsinnig gut macht und da habe ich mich auch sehr gerne eingebracht und damit geholfen und wir haben da für den digitalen Tag der offenen Tür uns Dinge überlegt, einen Schaukasten gemacht und ja, irgendwie da so zu schauen, wo kann man sich da nochmal einbringen, was kann man sich abschauen. Das fand ich sehr, sehr gut und das hilft mir jetzt auch wieder beim Berufsstart mit der vollen Stelle, mich da ja zu erinnern, wie gehen wirklich die erfahreneren Kolleginnen oder Kolleginnen ja, mit dem Alltag um. Also zum Beispiel eine Kollegin sagt dann immer, sie sagt sich dann ganz oft einfach immer, morgen wird es besser. Also was heute vielleicht nicht so gut lief, man kann es morgen immer wieder besser machen. Und das ist, finde ich, so ein Spruch, der hilft einem oft ganz gut, weil man ja doch oft noch denkt, oh, das hätte ich mal und hier hätte ich vielleicht noch mal mit dem sprechen sollen. Aber man kann sich immer sagen, okay, morgen ist ein neuer Tag, morgen spreche ich mit ihm, morgen mache ich dies, probiere ich mal das aus. Ja, man kann ja wirklich jeden Tag aktiv in die Hand nehmen und neu gestalten im Lehramt. Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Motto. Solche Weisheiten bekommt man dann. Ja. Ich würde aber vielleicht durch ein noch ergänzen. Morgen wird es noch besser, wenn man immer nur hört, morgen wird es genau, besser. Genau, auch gut. Auch aber genau. Ja, genau, so eine Tipps sind natürlich einfach auch Gold wert, gerade von Kolleginnen und Kollegen, die das schon ein paar Jahre länger auch bei allem Schönen an diesem Job, muss man manchmal trotzdem auch sagen, auch ertragen. Also den ganzen Tag mit pubertierenden Kindern unterwegs zu sein, ist auch belastend. Ich weiß nicht, wie es dir ging, im REF ging es mir so, dass ich, wenn ich mal mittags nach Hause gekommen bin, immer erstmal eine Stunde irgendwie Mittagsschlaf machen musste, um wieder runterzukommen oder irgendwie auf dem Sofa liegen, weil ich mit dieser Reizüberflutung erstmal umgehen musste. Und ich glaube tatsächlich, diese Tipps, die du jetzt auch nochmal mitgegeben hast, die sind total wichtig. Also die Kolleginnen und Kollegen sind zum Beispiel in der Praxis Expertinnen und Experten, wie man es schafft, 24, 25, 26 Stunden die Woche zu absolvieren. Und zwar so, dass immer mal wieder auch eine Feuerwerkstunde dabei ist, aber die Stunden ansonsten auch einfach funktionieren. Auch mit dem Lehrbuch zum Beispiel. Das ist wiederum was, was man im Referendariat nicht so richtig gut lernt, weil man dort eben jede Stunde ein Feuerwerk abzünden soll. Und so kann sich das ganz gut ergänzen. Und diesen Mut dürfen Referendarinnen und Referendare durchaus haben, zu sagen, hey, ich habe hier eine total spannende Einheit jetzt gemacht, ich habe auch viel Rückmeldung bekommen und so, wenn du Lust hast, ich gebe dir die Materialien und ich würde mich dafür total freuen, wenn ich vielleicht bei dir mal irgendwie mitschauen kann, wie du das eigentlich mit dem Buch machst. Und den Mut sollte man ruhig haben, sowas immer wieder auch anzusprechen. Weil ich glaube, das ist in der Schule das größte Problem, das war zumindest meine Erfahrung, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Regel immer noch eher Einzelgängerinnen und Einzelgänger sind, die ihren Unterricht selber vorbereiten, teilweise super Materialien machen, aber sie eben für sich alleine, dann auch alleine nutzen, alleine in ihrem Ordner haben, entweder in ihrem digitalen oder in ihrem physischen.
Und die anderen Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich die gleichen Stunden machen, könnten davon profitieren. Wir bräuchten also eigentlich viel mehr so eine Teamzeit, wo sich die Kolleginnen und Kollegen in der Schule zusammensetzen, wo sie ihre Materialien teilen. Das ist das, was bei Reformschulen, also ich meine damit nicht Privatschulen, sondern auch staatliche Schulen, Modellschulen, was an denen oft deutlich besser funktioniert. Aber das ist was, was Referendarinnen und Referendare auch anstoßen können und sagen können, hey, ich stelle meinen Ordner hier hin, das ist das Material, was ich gemacht habe. Wenn ihr gucken wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Da kann man auch mal so ein bisschen Initiative ergreifen. Ja. Genau, und ich wollte vorhin noch sagen zu dem Kennenlernen, also ich habe etwas gemacht, das ist wahrscheinlich eher so ein Standard, aber das hat tatsächlich geholfen. Ich habe an jede Tür, wir hatten drei Klassenzimmer, also drei Lehrerzimmer, Lehrkräftezimmer, und ich habe an jede Tür so einen kleinen Steckbrief von mir gemacht mit Foto und so, habt ihr wahrscheinlich auch oder auf jeden Fall mal gesehen. Auf der Homepage. So. Bitte? Genau. Ja, mit so sowas auf der Homepage, eine Rubrik, neu im Kollegium, genau, das ist auch ganz süß. Genau, manchmal gibt es sowas auch, genau. Also irgendwie so damit die Kolleginnen und Kollegen schon mal das Gesicht gesehen haben so und sich nicht wundern, wer da neuerdings neben ihnen sitzt. Ja, wir sind langsam am Ende unseres Podcasts angekommen und ganz am Ende müssen wir natürlich nochmal über den besondersten Tag des Referendariats sprechen, nämlich den Tag der Prüfung. Wie war der für dich? Also richtig schön eigentlich, total totaler Ausnahmezustand, aber es war für mich eigentlich wirklich ein schöner Tag, weil man ja diesen Abschluss, also man konnte das Referendariat abschließen, ich konnte zeigen, was ich gelernt habe, es war dann wirklich, ich wusste ja dann schon, okay, worauf kommt es an, und hatte wirklich das Gefühl, dass ich das dann auch gut zeigen konnte, und es war auch ganz schön, dass man vorher im Ref ja immer dieses Gefühl hat, ja, man hat diese Unterrichtsbesuche, aber man bekommt ja überhaupt keine Rückmeldung in Form einer Bewertung. Also man weiß gar nicht, war das gut, war das jetzt so okay, war das vielleicht sogar sehr gut. Und das ist an dem Prüfungstag nicht so. Also da bekommt man direkt eine Rückmeldung. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil man dann wirklich auch so ein bisschen die Früchte der eigenen Arbeit einfach mal ernten konnte und das Ganze dann auf einmal sehr transparent war und es wirklich auch bei mir jetzt nichts, also ich habe da jetzt nichts Verrücktes gemacht. Ich habe einfach versucht, das zu machen, was ich jetzt gelernt habe, was guter Unterricht ist, und hatte auch den Eindruck, dass das nicht viel mehr erwartet wurde. Also natürlich, ne, man muss die Differenzierungsmaßnahmen, die gefordert sind, muss man umsetzen, und es muss alles, ne, gute Vertiefung und also all das, was man gelernt hat, aber das hatte man ja vorher schon gelernt in den letzten anderthalb Jahren, und dadurch war der Tag dann, also war es dann an sich wirklich ein guter Tag und auch gut machbar und transparent, man wurde da durchgeführt. Man hat viel unmittelbare Rückmeldung bekommen. Und was ich schwieriger fand, waren die 2 Wochen davor, weil man in der Zeit ja die Prüfungsentwürfe schreiben muss. Und da war ich doch ganz schön belastet, weil das einfach, also bei mir waren die dann am Ende, jeder Entwurf war über 40 Seiten lang. Und das ist einfach in den 2 Wochen, man bekommt das Thema, dann hat man diese 2 Wochen Zeit und muss da diese beiden Prüfungsunterrichte planen, sich parallel noch auf die mündliche Prüfung vorbereiten. Das fand ich viel stressiger, wenn man da ja das richtig zu Papier bringen musste. Und ich so im Studium, ne, konnte man sich auch mal ein bisschen länger für eine Hausarbeit Zeit lassen oder so. Aber das war da eben nicht. Da hatte man auf einmal diese knallharte Frist und musste dann doch ganz schön auch in die Tasten hauen. Und ich war so froh, als ich dann diesen dicken Stapel mit den beiden Entwürfen abgegeben habe. Das hat sich für mich dann schon angefühlt wie Prüfung erledigt. Ja, und dann bin ich an dem Tag einfach dahin gefahren, habe das Programm durchgezogen und immer ein Häkchen gemacht, Prüfungsunterricht 1, Prüfungsunterricht 2. Und dann denkt man, man hat eigentlich schon, ist schon fix und fertig, aber denkt, okay, jetzt in den Raum für die mündliche Prüfung, ich gehe da jetzt rein. Und dann geht die Stunde auch wieder ganz schnell rum und man funktioniert einfach, und kann es wirklich so abschließen. Also sowas bei mir. Und es war auch echt schön zu sehen, weil ich dann auch irgendwie, bin ich auch gleich so ein bisschen wehmütig geworden, weil man ja auch weiß, es endet dann auch die Zeit an der Schule, für die meisten ja zumindest. Klar, man ist danach noch ein bisschen da, aber so vom Gefühl her ist es wirklich der Abschluss. Und
Das macht einen auch ein bisschen traurig, aber es war dann auch ganz schön, wenn man da hinkommt und auf dem Platz liegen Süßigkeiten und Blumen und Karten und ja, man wirklich durch diesen Tag getragen wird. Und ja, ich hatte auch das Gefühl, dass meinen Ausbildenden und auch der Schulleiterin, denen war allen klar, wie aufregend das Ganze ist und saßen da, saßen einem klar gegenüber, aber man wurde freundlich angelächelt und hat einfach das so durchgezogen. Und ja, dadurch, dass man die Entwürfe ja wirklich schon vorher abgegeben hat, auch ganz viel Sicherheit, dass das, was man da gemacht hat, an sich auch in Ordnung ist und man es jetzt einfach nur durchziehen muss. Ja, schön. Marlin, es ist richtig schön zu hören, dass das bei dir so gut gelaufen ist, dass du auch mit diesem Glücksgefühl quasi aus dem Referendariat dann in den Schuldienst gehen kannst. Das ist natürlich nicht bei allen so, aber es ist schön, wenn das klappt. Mir ging es ähnlich, Helene glaube ich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es ist schön, dass wir auch diese Erfahrungen teilen können, weil die Horrorgeschichten aus dem Referendariat, das sind die, die am meisten erzählt werden und die auch dafür sorgen, dass man so eine große Angst davor bekommt. Nichtsdestotrotz ist es eine herausfordernde Zeit, das hat man bei dir ja auch rausgehört. Und genau, vielleicht, Helene, vielleicht magst du gleich nochmal zwei Sätze zu Lernen vernetzt sagen. Das ist ja eine Initiative, die wir hier an der LUH haben und die euch genau das ermöglichen, was wir vorhin angesprochen haben, schon mal erste Praxiserfahrungen zu sammeln. Genau, bevor Helene gleich das nochmal anspricht, damit wir da einen guten Abschluss haben für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Moment noch im Studium sind und sich fragen, wo sie diese ersten Praxiserfahrungen sammeln können. Ich will aber vielleicht auf jeden Fall noch darauf hinweisen, falls es bei euch nicht ganz so rund läuft, gibt es immer noch Möglichkeiten, wo ihr euch auch Unterstützung suchen könnt. Es gibt beispielsweise eine Gewerkschaft, die auch junge Mitglieder vertritt. Das ist für den Bildungssektor beispielsweise die GEW. Dort kann man sich auch Unterstützung holen, wenn etwas nicht so richtig rund läuft. Oder wie Marlin das vorhin auch schon gesagt hat, auch mit den anderen Referendarinnen und Referendaren sich mal austauschen, wie ist die Situation bei euch. Man kann eben durchaus auch mal Pech haben in dieser Situation im Referendariat. Aber es ist richtig schön zu hören, wie gut das bei dir gelaufen ist und wie viel Spaß dir das am Ende auch gemacht hat. Weil das macht dann, glaube ich, den Einstieg dann auch in die Vollzeitstelle oder in die Zeit nach dem Referendariat leichter. Genau, zum Abschluss des Podcasts heute, der heutigen Podcast-Folge, wäre es, glaube ich, super gut, mal darauf einzugehen, was wir an der LUH für Möglichkeiten haben, um schon erste Praxiserfahrungen zu machen, Helene. Lernen vernetzt. Genau, auch von mir nochmal ein Dankeschön an dich, Marlin, weil genau diese Erfahrung der letzten Stunde, die du eben auch beschrieben hast, kann ich unbedingt teilen, dieses Examenstages. Und möchte damit sozusagen den Bogen schlagen, eben welche positiven Erfahrungen können wir sammeln? Und du hattest vorher auch schon gesagt, man soll sozusagen die Praxisgelegenheiten nutzen, die einem geboten werden. Und gleichermaßen wissen wir aber auch aus der Forschung, es kommt eben auf die begleiteten Praxiserfahrungen an, ne? Weil wir eben nicht alle immer positive Erfahrungen sammeln können. Und gerade wenn man dann noch nicht erfahren genug ist, um das zum Beispiel entsprechend zu reflektieren, so wie du es beschrieben hast, dann können solche Erfahrungen sich einfach auch negativ auswirken. Und mit in der Zeit sozusagen der Corona-Pandemie ist bei uns an der LUH, an der Leibniz School of Education, zusammen mit dem Institut für Erziehungswissenschaft, das Projekt Hashtag Lernen vernetzt ins Leben gerufen worden, wo Lehramtsstudierende, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler unterstützen. Und es geht eben genau immer um diese Zusammenarbeit der drei AkteurInnen, also Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und eben Lehramtsstudierende. Und ihr könnt euch bei uns auf der Homepage umschauen. Es werden eben immer noch Studierende gesucht, die auch jetzt, wo es nicht mehr um das Lernen zu Hause geht, sondern eben darum zum Beispiel zu schauen, wie können jetzt Differenzierungsangebote geschaffen werden, dass man da mit Lehrkräften zusammenarbeitet. Denn das, was du beschrieben hast, Marlin, dass es doch eine ganz schöne Herausforderung ist, das im Alltag zu gestalten, das geht auch selbst erfahrenen Lehrkräften ja so. Und hier gibt es eben die Möglichkeit, genau da zusammenzuarbeiten und schon während seines Studiums eben diese begleiteten Praxiserfahrungen zu sammeln. Und wir möchten euch gern einladen, sich einfach mal bei uns auf der Website umzuschauen. Wir haben auch überlegt, nochmal eine Folge explizit dazu zu machen, um euch mehr zu dem Projekt vorzustellen. Aber ihr findet auf der Website auch Stimmen aus dem Projekt, wo eben Lehramtsstudierende beschreiben, welche Erfahrungen sie gesammelt haben, aber auch die Lehrkräfte. Deshalb schaut vorbei und meldet euch gern an. Es wird immer wieder Unterstützung gebraucht und es gibt nicht allzu viele Gelegenheiten, wie Steve schon gesagt hat, um eben diese begleiteten Praxiserfahrungen zu sammeln. Noch einmal ein großes Dankeschön an dich, Marlin, dass du heute da warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Es war wirklich eine Freude, auch das zu hören.
Ja, und damit schließen wir sozusagen die Folge für heute und sind bald dann wieder da mit einer neuen Folge.